zum argentinischen Nationalhelden, der bis heute von seinen Fans verehrt wird. Unser nächster Beitrag ist ein Weltlied aus dem Jahre 1925, der Tango Jalousie, zu Deutsch Eifersucht. Komponiert von einem dänischen Komponisten als Filmmusik zu einem Stummfilm, war es jahrzehntelang das am meisten gespielte Stück im Radio weltweit, bis es von gestern von den Beatles abgelöst wurde.